Yeah! Herzlich willkommen zum ersten offiziellen Lungtuning Fitness Channel. Join the Club! So, und jetzt nochmal seriös und von vorne. Es ist natürlich Zeit, mal ein kleines bisschen Frühjahrsputz zu machen, deswegen habe ich mir schon meine Karre hier draufgestellt. Ist ja eigentlich noch die Zeit, wo man Mobiltersatzteile braucht, oder? Muss man ganz einfach mal so sagen. Und normalerweise, und jetzt kommt halt das normalerweise, machen wir nie eine Rabattaktion im Frühjahr. Dieses Mal machen wir das, damit wir alle unser Moped jetzt ein bisschen updaten können. Ich werde ein bisschen Getriebeöl wechseln, ein bisschen Benzinschlauch in Ordnung bringen, mal in mein Hinterrad reingucken, weil irgendwas schleift da, weil ich nämlich, was habe ich vor? Ich möchte zum Männertag mit meinen Jungs eine Runde drehen. Ich freue mich schon darauf, an alle, die in der Gruppe sind und das sehen. Echt geil, ich freue mich drauf auf diesen Rotz. Ein bisschen rumeiern, vielleicht warm ein bisschen baden gehen, was essen. Das wird bestimmt wieder toll. Ja, in diesem Sinne mache ich den ganzen Mist jetzt fertig. Und ihr dürft euch darüber freuen, dass wir eine Rabattaktion haben. Dieses Mal vor Männertag. Das heißt also, wir nennen das langtastisches Wochenende. Geht von Donnerstag bis Sonntag und es sind verschiedene Sachen dort rabattiert. Vom Fächerzylinderkopf, dass ihr eine gute Kühlung im Sommer habt. Über Benzinschlauch. Was habe ich denn noch alles gelesen? Ich könnte euch jetzt eine Liste vorlesen. Wisst ihr, was ihr einfach macht? Ihr geht in den Shop, schaut es euch an, sucht einfach, ob was für euch dabei ist und dann habt ihr eine ganze Menge Sachen, auf die Rabatt sind. In diesem Sinne, ich bastel jetzt ein bisschen mein Moped und dann gehe ich gleich mal eine Runde fahren, damit es am Donnerstag richtig gut ist. Na, zum Glück habe ich mir den verstärkten Mitnehmergummi eingebaut, weil da ist nämlich immer noch tippitoppi, selbst für ein bisschen Hinterradfahren. Das hält dann halt einfach lange. Ja, empfehle ich euch, ist übrigens auch in der Rabattaktion drin. Allerdings meine Kette, die könnte ein kleines bisschen geschmierter sein, deswegen kommt da ein bisschen Schmatze ran. Nehme ich immer so ein bisschen Fett. Würde ich euch gerne Werbung dafür machen, wenn wir es gerade vorrätig hätten. Wir haben gerade kein Fett. Ist egal, macht euch ein bisschen Fett auf die Kette, schaut einmal im Jahr nach, ob das dort in Ordnung ist oder wenn ihr viel fahrt, auch zweimal im Jahr. Ansonsten ist halt geil, bei der Simson durch den Kettenkasten, das ist echt der Hammer. Gibt Motorräder, da schmiere ich bei jedem Mal fahren, manchmal zwischendurch die Kette, bei meiner Simson einmal im Jahr. Ich persönlich gucke mir dann immer noch ein bisschen die Bremse an, weil die Bremse nämlich hier ja, an dem Nocken immer ein bisschen trocken wird, deswegen habe ich ja Kupferpaste. Dann tue ich den noch ein bisschen aufdrücken, vielleicht sieht man es ja auf die Entfernung. Also ich drücke mir einfach hier den Nocken auf, dass die Bremse richtig aufgedrückt ist und mache dann auf jeder Seite so einen kleinen Klecks Kupferpaste ran, damit zum Beispiel die Bremse auch mal wieder ein bisschen Ordnung ist, aber macht es nicht auf die Bremsbeläge, weil logischerweise bremst die Bremse nicht mehr. Noch ein kleiner Tipp, bevor ihr die Achse reinbaut. Ich persönlich mache mal auf die Achse immer ein bisschen Sprühöl drauf. Nicht fett, weil das wird irgendwann harzig, ist alles Müll. Ein kleines bisschen dünnes Öl drauf, dann geht es auch in einem Jahr oder zwei wieder drauf und nicht irgendwas, was verharzen kann. Wie gesagt, es gibt viele Fette. Das Ding, das wächst richtig fest. Ne? Das zieht man dann raus und dann braucht man Manneskraft und das ist Rotz. Schleifgeräusch, war noch ein Stück Plaster, was da dran gerieben hat. Also kann das Rad wieder rein, alles gut. Die Übung mit dem Moped an einem Arm hochheben, da müsst ihr vielleicht ein bisschen üben oder meine Größe haben, dann geht das. So, jetzt sind wir hinten nochmal kurz bei Ketteneinstellung. Wenn ich das höre, ach, ich habe mich schmutzig gemacht, sowas aber auch. Wenn ich das höre, dass jemand sagt, Kette spannen, eine Kette wird nicht gespannt, die wird eingestellt. Die darf ruhig so viel Spiel haben, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Finger drunter stecke bei der Schwinge, dann darf die schon so viel Spiel haben. Ein bisschen weniger ist auch okay. Das Problem ist nämlich, dass die Länge sich von dem Bolzen hier hinten über den Bolzen zu der Stelle, wo die Schwinge ist, die ganze Zeit verlängert. Und damit wird die ein bisschen kürzer. Und das Problem ist an der Stelle, wenn man die Kettenspannung zu straff macht, macht man sich alles Mögliche kaputt. Die Lager, die Motorhalterung, alles. Also lieber ein kleines bisschen mehr Spiel. Nicht mehr als das. Ne? Also es sollte nicht so sein, dass ihr hier zwei Finger drunter kriegt. Aber wenn ihr hier an der Stelle so, wenn ihr sich so einen Finger her breit hin und her bewegt, ist das völlig in Ordnung. So, jetzt lasse ich mal noch die Suppe ab, Getriebeöl, ne? Schüttet das Zeug nicht in den Botanik, sondern geht irgendwo hin, wo man das entsorgen darf. Normalerweise alle Stellen, die Öl verkaufen, müssen auch Öl entgegennehmen. Ist natürlich schon ein bisschen schwierig bei online gekauft, aber fragt mal an der Tankstelle nach oder sowas. In jedem Fall, also ich würde auf jeden Fall einmal im Jahr Öl wechseln oder ja,
Das ist immer schwierig mit den Kilometerzahlen, je nachdem, wie viel Kupplung ihr benutzt. Bei Rennmopeds machen wir das nach jedem Wochenende. Bei anderen Mopeds ist es halt so, reicht es auch ja, 10.000 Kilometer, oftmals gar kein Problem. Trotzdem ab und zu mal wechseln die Soße und nehmt noch gutes Öl. In dem Sinn, sieht noch relativ klar aus, ist nicht so schlimm. Ja, also ist wirklich noch brauchbar, wäre noch gegangen. Aber in dem Fall haue ich das ganz einfach raus, dass dort kein Schaden entsteht. Wenn so viel Kupplungsabrieb drin ist oder doch irgendwelche Metallspäne, würde man es dann sehen an der Ablassschraube. Und dann kann man es ganz einfach wechseln. In dem Fall Schraube wieder rein, neue Kupferdichtung nehmen und dann einfach 400 ml reinfüllen. Und ich persönlich würde raten zu guten Adinol RC80W. So, immer rein mit der guten Soße. Wie gesagt, 400 ml. Wenn ihr es vorher einfach abgelassen habt, mal 5 Minuten habt stehen lassen. Man sagt noch, man soll den Motor warm laufen lassen. Ja, das ist richtig, weil es besser abläuft. Das geht aber auch, wenn der Motor kalt ist, lässt man es einfach ein bisschen länger stehen. Aber ja, wenn man es warm laufen lässt, kommt das Öl viel besser raus, logisch. Jetzt habe ich nochmal das Vorderrad ausgebaut, weil ich nämlich was habe, was mir total auf den Keks geht beim Fahren. Das kann ich euch gleich mal anteasern, was ich dort mache, weil mich das... Ihr glaubt gar nicht, wie mich das nervt, wenn ich mit dem Moped fahre und das macht beim Fahren schon bei einer 50. Und wenn man fährt dann mal einen richtigen Berg rein, dann macht mein Moped nämlich 55 oder 58 und das wackelt sich dort eben ab. Da krieg ich die Meise. Und die meisten Leute sagen dann, Mopedräder muss man nicht wuchten, weil man fährt nicht zu schnell. Und die denken dann immer, das liegt daran, weil die Felge eiert oder irgendwas. Ja, die Felge, die eiert auch. Oh ja. Wenn ich hier reinschaue, ich habe ja zwischendrin irgendeinen Schlag. Man weiß, was da wieder passiert ist. Ich habe einen leichten Schlag drin in der Felge, hält sich in Grenzen, schön ist es nicht. Aber das merkt man durch den Reifen weg gar nicht. Das meiste, was man wirklich immer merkt, ist die Unwucht. Das kann ich euch mal zeigen. Ich weiß jetzt schon, weil ich schon ausprobiert habe, meistens ist es ein Ventil. Ne? Ich habe jetzt hier eine Achse eingespannt. Die Achse ist hier einfach im Schraubstock eingespannt. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Ich habe auch einen Pendelbock. Wollte ich aber einfach mal zeigen, dass es auch ganz einfach geht. Man braucht ja keinen High-End. Hast du nicht gesehen? So. Dann stelle ich es mal an die Stelle, lass es los und was passiert? Wie von Zauberhand, dreht sich nach unten und macht wie ein Pendel. Und jetzt macht es wieder zurück und so weiter. Das macht es die ganze Zeit. Und wir haben das mal ausgerechnet. Ich wuchte sogar die Räder von meinen Motocross-Motorrädern. Wenn wir dort einen 140 Gramm Reifenhalter haben, und wie viele davon wiegen 140 Gramm, sind das bei 50 km/h, waren das 20 Kilo. 20. Ich weiß gar nicht, ob es 10 Kilo waren. Wir haben gesagt, 20 Kilo sind Unwucht, weil 10 ziehen, 10 drücken. In jedem Fall wird das Gewicht unwahrscheinlich hoch. Wenn ihr ein Auto fahrt oder irgendwas, müsst ihr mal nur euch 10 Gramm irgendwo rankleben, fahrt auf der Autobahn. Nee, macht's lieber nicht. Man kriegt eine Meise, man kommt nicht lange damit hin. Deswegen auch Mopedräder wuchte ich. Jetzt hole ich mir Klebegewichte, könnt ihr euch bei eBay bestellen, müsst ihr einfach mal gucken. Schöne kleine Klebegewichte, die klebe ich mir gegenüber so lange ran, bis das Rad total wuchtig ist. Und dann fährt das Moped wie Banane, total wie geil. So, das ist jetzt ein bisschen Gefühlssache. Ich habe jetzt gesehen, wie viel Gewicht das ungefähr ist. Ich habe solche Klebestreifen, wie gesagt, die könnt ihr euch bestellen im Internet irgendwo. Ich weiß nicht, wir haben die nicht im Shop, das glaube ich jedenfalls nicht. Das brauchen wir viel zu selten. Und bestellt solche Klebegewichte. Ich habe jetzt hier 25 Gramm. Das kann schon zu viel sein, aber das klebe ich jetzt genau gegenüber der Stelle, dort, wo es stehen geblieben ist. Normalerweise sagt man, macht immer einen Test, macht das Ganze dreimal und tut dann die Mitte davon, macht sich einen Strich. Ich weiß aber natürlich, dass es das Ventil ist. Und ich habe auch gemerkt, dass es ein kleines Stück daneben ist. Also durch genau gegenüberliegen, mit Bremsenreiniger, mir das ordentlich sauber machen, kleben wir so ein Gewicht dran. Da gibt es auch Blei für Motorräder, um die Speichen rum, dass das schöner aussieht. Es gibt alle möglichen Arten von Gewichte. Ich habe jetzt nicht so den riesigen optischen Fetisch. Ich möchte, dass es ordentlich ist und dass es funktioniert. Deswegen nehme ich einfach die Klebedinger. So, jetzt lasse ich das mal los. Jetzt habe ich das genau gegenüberliegend liegen. Jetzt müsste ja eine Seite anfangen, sich zu drehen. Tatsächlich ist es die Seite. Bedeutet in dem Fall, na, ihr Blitzmerker, es ist zu schwer. Also mache ich wieder ein kleines bisschen ab. Das ist hier so eine, weiß ich nicht, Aluminium-Bleimischung, das kann man mit dem Cuttermesser schneiden. Ich tue es mit dem Cuttermesser hier an der Felge ein bisschen zerdrücken. Wenn ihr eine neue Felge habt oder eine lackierte, macht das nicht, weil dann habt ihr einen Kratzer drin. Hier sind schon so viele Kratzer drin, dass die eine Stelle auch kein Problem mehr macht. Jetzt dreht sich sogar wieder ein Stück in die Richtung. Jetzt könnte man quasi sagen, wir bräuchten noch 2,5 Gramm. Ist also völliger Quatsch. Wir haben jetzt ungefähr 20 Gramm gegengewuchtet und 20 Gramm, also jemand, der Automechaniker ist und an einer Wuchtmaschine steht und dort fehlen 20 Gramm, da weiß genau, wie sich das anfühlt. Das ist eine Katastrophe. Und auch bei einem Mopedrad. Ich meine, ehrlich gesagt, so ein Moped fährt eine 60, das ist schon viel. Bei Grunder fährt jedes Moped fast eine 80, wenn es hier im freien Fall geht, mit Füßen hinten rausgestreckt. Also in jedem Fall, Räder wuchten, vor allem das Vorderrad, macht echt Sinn, weil es echt Ruhe ins Gebälk bringt. So, das war's erstmal für heute.
Das war jetzt mein Frühjahrsputz, um mein Moped wieder so ein bisschen auf den letzten Stand zu bringen. Also das heißt, wenigstens mal zu gucken. Ich gucke jetzt noch vorne nach der Bremse, mache da Schmierung ran. Ihr könnt euch wirklich alle auch immer mal die Zeit nehmen, euch euer Moped anzugucken. Ich weiß genau, wie das ist. Man steigt immer drauf, fährt, alles gut. Aber wenigstens immer mal gucken, sind alle Schrauben fest, drieselt irgendwo ein Bautenzug auf. Schaut nach den Kleinigkeiten und dann fährt die Karre immer. Also ich persönlich bin einer von denen, die so selten mit dem Moped stehen bleiben, weil ich halt immer mehr mit die 5 oder 10 Minuten nehme, um drüber zu schauen. Noch was? Reifenprofil natürlich auch nachschauen. Schaut euch an, dass das Profil nicht so weit weg ist, weil stellt euch vor, es kommt die Situation, ihr seid gerade mit 150 auf der Autobahn unterwegs und auf einmal kommt Aquaplaning, weil es angefangen hat zu regnen. Liegt da voll auf der Schnauze. Natürlich auch bei geringeren Geschwindigkeiten gefährlich und die Polizei kommt und nimmt euch euer schönes Taschengeld weg. Also wechselt die Reifen rechtzeitig und vor allem momentan kriegt erstmal Reifen, weil es gibt relativ wenig. Ich habe zum Glück noch ein paar im Keller, aber das ist echt schwierig momentan und wir wollen hoffen, dass es demnächst besser wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, einen schönen Männertag und sauft nicht mehr, als mit aller Gewalt reingeht. Macht keinen Rotz. Sportfrei.